Die Star Wars-Nerds unter euch werden die Antwort auf diese Frage mit Sicherheit schon wissen. Das heutige Video beschäftigt sich mit der Frage, ob Jedi Großmeister Yoda jemals einen Sith Lord tötete. Viel Spaß! Allgemein kann man sagen, man weiß es nicht. Es ist jedoch schon ziemlich unwahrscheinlich. Yoda ist schon wirklich saualt. 900 Jahre, um genau zu sein. Das ist jedoch auch nicht alt genug, um das Sith-Imperium, die dunkle Bruderschaft oder die neuen Sith-Kriege miterlebt zu haben. Denn 1000 Jahre vor der Schlacht um Yavin vernichtete Darth Bane indirekt mit der Gedankenbombe alle Sith. Es gab dann nur noch zwei von ihnen, einen Meister und einen Schüler. Einer, der die Macht verkörpert und einer, der sie begehrt. Die Sith handelten von nun an im Verborgenen und wurden so durch die Regel der Zwei immer mächtiger und niemand wusste, dass sie noch existierten. Wenn jemand von euch jetzt mehr über die Regel der Zwei oder die Gedankenbombe erfahren möchte, dann schaut doch in die Infokarte, denn dort habe ich euch meine Videos darüber verlinkt. Das heißt jedoch nicht, dass vielleicht ein Sith-Akolyt überlebt hat oder der eine oder andere Jedi in dieser Zeit der dunklen Seite verfiel, irgendwelche vergessene Sith-Artefakte aufspürte und sich selbst in den Lehren der Sith fortbildete. Jedoch würde ich diese dann nicht als echte Sith bezeichnen. Wir wissen aber auch, dass Yoda im Laufe der Jahrhunderte über die vergessene Existenz der Sith erfuhr, denn sonst würde er in Episode 1 nichts von ihnen wissen und auch nicht von der Regel der Zwei. Darauf werde ich jetzt allerdings nicht genauer eingehen, denn Phobix hat dazu schon ein Video gemacht, das ist auch in der Infokarte verlinkt. Die Regel der Zwei nach Darth Bane ging 1000 Jahre bis zu Darth Sidious weiter, das heißt, dass sie nie wirklich Kontakt mit den Jedi hatten, bis Sidious halt komplett eskalierte und die gesamte Galaxis unterwarf. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Yoda bis zu seinem finalen Kampf nie einen echten Sith wie Palpatine konfrontierte. Wie es mit übrig gebliebenen Sith-Akolyten und verzweifelten Jedi aussieht, kann man nicht so einfach sagen. Ich könnte es mir jedoch schon vorstellen, dass er so einen mal begegnete. Aber wie gesagt, so einen sehe ich nicht als echten Sith. Aber was sagt ihr? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr Yoda schon ziemlich krass stark findet oder nur so lala. Ich bin da schon mal sehr gespannt. Jedoch war es das schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr meinen Content allgemein cool findet, könnt ihr meinen Channel auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.